Willkommen zurück zu 112. Yo, ich nehme wieder ein bisschen auf. Ja, Mann, und ich bin ein bisschen angetrunken. Nicht allzu viel. Aber ich dachte mir, angetrunkene Folge 112 aufnehmen wird bestimmt lustig. Deswegen machen wir das jetzt. Ich glaube, wir waren hier fertig in diesem Gebiet. Haben im letzten Part diese zwei Dungeons hier gemacht. Diese komischen Apartment-Dinger da. Und auch das da oben, diese komische Stadt. Deswegen hätte ich gesagt, gehen wir jetzt einfach mal. Oder warte. Ich gehe mal erstmal hier rein. Gucken, was hier so ist. Outer Sands North. Hier gibt es auch wieder Coins. Die gönnen wir uns aber nachher. Wobei, im East habe ich schon die ganzen Coins gesammelt, ne? Dann bleiben wir hier, komm, warum nicht? Bisschen hier erkunden. Kann man machen, oder? Wie seht ihr das, Leute? So ein bisschen Outer Sands North. Komm ich da bitte hoch? Was zur Hölle? Ah, okay. Sieht auf jeden Fall chillig aus hier. Der Himmel gefällt mir. Paar Gewitterwolken, aber nicht allzu viel. Finde ich gut. Es ist bestimmt frisch hier. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich besoffen. Aber ich merke schon, wie da ein bisschen ist. Und natürlich das erste, was ich mir dachte, hey, lass Ender dein 2 aufnehmen. Wird bestimmt lustig. Deswegen machen wir das jetzt. Erstmal, wie gesagt, die ganzen Coins gönnen. Schön. Da ist ein komischer Baum. Der sieht ziemlich weird aus. Das ist kein Baum, das ist ein Charakter. A dying tree stands silent. A few other identical trees are scattered throughout the field. Okay, nee, also ist noch ein Baum. Ich dachte nur, weil da Talk steht, dass der auch zu mir spricht, tut er aber nicht, sondern ich spreche einfach nur mit ihm und sag ihm, was er ist. Beziehungsweise war wahrscheinlich nur was Gedankengang. Ja. Hat vielleicht was mit einem Rätsel zu tun. Oh, da stehen Leute. Mit denen können wir mal quatschen. Hallo Jungs. Hallo Jungs. Was geht? Big Kids Plora. Grr. There's treasure around here. I know it. I swear I've looked everywhere. Forward, back, left, right, up, right. Yep, everywhere. Oh well. I'll just enjoy looking at these nice fields of flowers. Hm? What would I do with treasure? I don't know. Hoard, I guess. Sagst du noch was? Nein. Da unten war noch einer, oder? Ach nee, da war das Treasure. Ich dachte, da wäre noch einer von dem. Under some rocks, Nova found a card. Die schauen wir uns an, gerne. Die hier. Tremuloid. What are the boundaries of an organism? What is the limit of a body? Are we a cell, an organ, a body, a community? Father's way is insufficient. We must define our own structure. Okay. Damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. Also doch, kann ich eigentlich schon. Alles gut. So. Ups, die Karte habe ich jetzt. Die Coin habe ich jetzt verfehlt. Die nehme ich wieder trotzdem mit. Aber ich finde es schön hier. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool hier. Ja. Okay, Mann. Da hinten steht irgendwas Komisches. Was ist das? Hier ist auf jeden Fall noch so ein Baum. A dying tree stands silent. A few other identical trees are scattered throughout the field. Ja. Habe ich verstanden. Ich will wissen, was das da ist. Hallo?
Scene Desert NPC -1. DN. Hey Nova, get over here. I am an NPC in the desert. Fade. A strange figure gestures enthusiastically at Nova. End of scene. Scene Desert NPC 2. Fade. Slowly, Nova approaches the figure. Fade off. Yes, that's right. Come here, I don't bite. Haha. You don't even have a health bar in 3D, so it must be safe, am I right? Wow. Der break ja richtig die fourth wall. Ist ja ultra heftig und der ist auch irgendwie in der Wand reingeglitscht. Was ist der überhaupt? Moment. Ja, okay. Alright, now then, I've got the dust, Nova. I've got it real bad. Please, you gotta help me. Unlock Spark. End of scene. Activate Spark connection. Play Spark. Now available message. Scene Desert NPC 1. Ja, okay. Kann jetzt wohl in den Reihen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mache ich aber noch nicht. Erst will ich die ganzen Coins hier haben. Oder einige von den Coins. So, die meisten möchte ich eigentlich schon mitnehmen. Okay, da geht's glaube ich in Blue Vale East, wo ich halt aber schon war. Und daher, das noch nicht machen möchte. Gibt's eigentlich was Neues im Meta Shop? Nein, gibt es nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, ob da jemals noch was Neues dazukommen wird. Wahrscheinlich schon. Oh, der bewegt sich. The past is a fable, the future a dream. Only the present exists, is that correct? The dying tree slowly stretches and points its branches. Okay. Alles klar. Ja, Mann. Ich hole mir erst die Coins dort. Da vorne sind noch mehr. Alter, da hinten sind auch noch voll viele. Wow. Ganz schön viele Coins hier. So, hallo? Dying Tree stands a few other identical trees are scattered throughout the field. Okay. Ja, don't mind me, ich will nur die Coins hier haben. Erstmal hole ich mir die da. Keine Sorge. Ups. Ah, scheiße, ich habe eine verfehlt und zwei verfehlt. Rückwärtsgang. Und wieder zurück. Gehen wir uns die beiden noch. So. Da vorne sind auch nochmal zwei. Ansonsten war es das schon fast, oder? Das müsste ich eigentlich auch mal wieder abgeben. Ich glaube, das mache ich dann, wenn ich wieder... Also nach dem Dungeon dort auf jeden Fall. So. Kann ich da drauf? Ja. Ich komme schon da irgendwie hoch. Okay, sieht nicht so aus. Na gut, dann gehe ich mal in den rein. Was auch immer das für ein Ding ist. Wow. Bilde ich mir das ein oder ist die Musik langsamer? Ach du Scheiße, wie soll ich das machen? What the? Was zum Fick? Ich drücke einfach irgendwas. Hab's geschafft. Easy. War übelst easy, also. Das war schon richtig easy, muss ich sagen. Also da müsst ihr schon mit was Schwererem kommen, Alter. No such scene.
Lorem ipsum dolor sit amet consecter ad ipsum elit sed dod elismot. Okay, Mann. Was hat das hin? Ich hab Angst. Hauptsache direkt, wenn so ein Glitch Dungeon kommt, bin ich natürlich angetrunken. Ist klar. Hier spielt nicht mal Musik. Da komme ich nicht rein, okay. Nova found 10 Metacoins. Spend them in the Meta Shop. Okay. 10 Metacoins. Spend them in the Meta Shop. The Blue Lock. It's one lock of the Trilock Collar. Ah ja, davon haben wir, glaube ich, auch schon ein paar gefunden gehabt. Genau das hier. Ich weiß nicht. Irgendwie traue ich dem Scheiß hier nicht. Bestimmt kann man durch irgend so ein Ding durch. Das war es doch noch nicht. Also das hier, diese Teils kommen mir irgendwie bekannt vor. Die sehen irgendwie aus wie Anodyne, wie als wären sie aus Anodyne 1. Glaube ich zumindest. Aber na gut, ich werde jetzt hier nicht alles absuchen. Nimm einfach den Dust Crystal mit. Na, wäre es gewesen. Nichts, das habe ich mir gedacht. Was? Was? Nora, was? Nein, was geht jetzt ab? Nora wakes to the angry whine of an industrial vacuum cleaner. She hears the bumps and clatters as the vacuum head rounds corners and crosses thresholds. Now it's right outside her apartment door. She freezes for a moment like a cornered street possum. Nora picks up her smartphone and posts to her locked secret social account. God, is there any worse sound than some vacuuming nearby? It makes me want to die. A minute later she deletes the post because it sounds flippant and entitled. Some people don't seem to mind the sound of a vacuum cleaner any more than a strong wind or a busy interstate. When Nora hears it, her skin prickles, her breath pauses. She feels ashamed to be in bed scrolling through social on her phone. She should get up. Was? Was? Was geht hier ab, Mann? Was ist das? The sheets are so dusty. I really ought to wash them soon. Was zur Hölle, Mann? I probably shouldn't boot this up before work. I'll just end up watching Fear Child gameplay with this anyway. I don't want to get in the way of the person vacuuming. Alter, muss ich mir irgendwie Sorgen machen? Was ist das? I'd rather if you let the low-angled morning sunlight hit your eyes, it helps regulate your circadian rhythms. I've been having strange and restless dreams lately. I live in this weird gothic apartment building. There is a real stone gargoyle outside my window. Some scholars say that the fearsome appearance of gargoyles is meant to ward off evil spirits, but I don't think that's quite right. I think it's a reminder of the evil all around us, the evil we can't ward off so easily. Okay, Mann. Okay, time for work. Alter, ich verstehe hier gar nichts mehr. Warum? Was mache ich hier gerade? The hallways in this building are a bit labyrinthine, but I've walked them so many times I could reach the exit with my eyes closed. Ich verstehe hier wirklich nichts mehr. Was ist das hier? Okay. Ein Labyrinth. Ich habe keine Karte, ne? Dann laufe ich einfach mal irgendwie. Treppe runter. Dann mal nach oben. Dann mal nach oben. Okay, das sieht gut aus. I have a minimum wage job at a fast food restaurant because I'm a coward. I probably could have a better job, but I don't. Anyway, it's fine for now. Who decides who deserves a good job or a bad job?
And maybe all jobs are bad, just in different ways. It makes the time I spend at home drinking a beer and watching internet videos that much more special. I don't feel bad, really. I don't think I've ever felt truly bad. Okay. It's a good thing I made it back from work before the rain picked up. It's coming down pretty heavily now. Not that it'd make much difference. Maybe it'd get me to take an extra shower. I don't need to shower every day because I'm just not a very smelly person. Ja, ich dusche trotzdem jeden Tag. Also auch wenn ich nicht stink. I was never really social, but I used to be a better friend. I used to message with Eeps. And I think it would cheer her up. But I don't really have much to talk about these days. Anyway, people are usually busy on whatever night of the week this is. All I see is bits of light blurred through droplets. Dann gehen wir schlafen, oder? I guess I'll go to bed. In my dreams, my mother lists the ways I'm hurting her. When I make a mistake, it's to get back at her. When I come out, it's because of the things she did wrong. I'm no longer a soft, smooth child, so it doesn't really hurt anymore. Last night I posted something about a storm to social and got kind of a weird reply. At IG Nora. Anyone else in West Center like legit scared at the lightning thunder intervals right now? At GG800, tell me about it. Our building actually got hit last night. Our building? Is this at GG someone who lives in my building? I've never spoken to any of my neighbors, much less traded social handles. I decided to just like the post out of politeness and go about my day. A lot of people don't really care about desktop computers anymore. They'd rather have a laptop or tablet or even just a phone. But to me, a computer desk generates its own space, its own world. It feels almost profane to play the same digital actions in a coffee shop or sprawled out on a bed. Finde ich auch. I wonder how cold it is today. Do I need a heavy jacket? In a 1964 scientific journal, two Australian researchers coined the term petrica to refer to the distinctive smell of rain-damped earth. The word is derived from the Greek petra, meaning stone, and ichor, the ethereal blood of the gods. It's a strangely potent image for a strangely potent smell, but in the end, you can't get blood from a stone. Haha. Wait a second. Where's the gargoyle? Oh my god, I must have gotten knocked off in the storm. Maybe that @GG800 person actually does live here. Anyway, that's weird. The end of an era. But I guess now we can test the competing philosophies. If we see a high uptick in demonic activity, then maybe the gargoyle was protecting us after all. Heh. Ich verstehe nach wie vor nicht, was hier abgeht. Okay, time for work. If I was smarter and less of a coward, I'd push back on my manager when he complains about the minimum wage. It's Econ 101, he says. High minimum wage equals high inflation. Never mind reality, where minimum wage has largely lagged behind inflation. Might as well say, sorry, our owner could cut the dollar menu, ma'am. Blame the stupid trash cooking for food. Whatever, dude. Anyways, just another day at work. Phew, finally back home. Oh, hello? Holy... What is happening? Is this some sort of prank? How did someone lock this huge thing up my door? I swear, I never understand people. Sollten wir Angst haben? I've never had a clear look at it before. It's kind of creepier than I thought. That unhinged, gaping mouth. Is it a smile or a grimace? Of course, gargoyles and their ugly mouth holes serve a practical purpose. They channel rainwater away from the sides of a building to reduce structural erosion. Rivulets of rainwater feel like nothing, but over time they can crumble mortar and carve canyons into masonry. Masonry? Well, it's not like this is my responsibility. Maybe I'll post a note on it later so that my landlord knows I didn't put it there. Ja, ich habe trotzdem irgendwie Angst. Irgendwie sieht's hier anders aus, oder?
Fuck. Ich wollte erst. Ich dachte, ich muss erst wieder ins Bett, damit die nächste Szene anfängt. Ich wollte erstmal den Helm checken, weil das ist doch Novas Helm, oder? Not email catches Nora's eye. Do you wish to help others? The email reads. What garbage company is doing pseudo-activist marketing this time? Or maybe it's just a good old-fashioned scam? Nora mumbles, but she clicks on the message. Dear Nora Eggers, are you unhappy? Have you ever felt that you were meant for greater things? Now is your chance to truly help others, learn, grow, become larger than life. That's right, you have been specially selected out of for our NO2 internship based in sunny Netherland. This is a way out, Nora. Take it. Click the link below now. Anoverse search phase set tier page size 20 height HS true search metrics true candidate Nora variation hold 0.5 new gottos sponsored size 3 internship.html. Nora snorts. Jeez, this ego stroking nonsense is so uncomfortable. Everyone feels that way. I'm nothing special. Nora's phone buzzes. A direct message on social? At GG800. Did you like the surprise by your door? Ah, so at GG must be the neighbor who moved the gargoyle, but why? Sorry, but do we know each other? Hold. That's me, Nora. I thought we had a special connection. Were you even worried about me after the storm? Yes. I'm sorry. I think you're mistaking me with someone else. Nora shuts off social notifications, blocks her phone for the night. My ex used to say that chocolate sandwich cookies taste like dirt. Taste like dirt. It's true. But that's why I like them. I have to stop myself from eating a whole package in a night. Each one has just a tiny fraction of flavor. It's like I have to add them all up to have enough. Ist das nicht der Helm von Nova? Sieht so aus auf jeden Fall. It's so dark. Reluctantly, Nora rereads the strange email. Yeah, okay. Even looking at this link gives me viruses, so weird. Wir gehen schlafen. Sleep time. Okay, das ist also... Ja, okay. I hear my mother's voice echoing. Are you unhappy? Have you ever felt that you were meant for greater things? She wants me to remember the good times we had, but I can't. I know they must exist, but I don't feel them inside of me. I don't want to remember. If I'm not better off now, then what's the point of my life? Ist das anscheinend... Das scheint mir... Irgendeine... Ich weiß es nicht. Also, ist das Nova? Ich glaube nicht. Oder doch? Vielleicht wurde Nova irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wirklich. Also meine Theorie ist irgendwie, dass Nova da mit reingezogen wurde durch diesen Link. Ich habe keine Ahnung. Nora. Achso, nee, warte. Nora, Doppelpunkt. I wake to the noise of my phone ringing. It's Eeps calling, my best friend from school. Eeps? Nora, sorry to wake you up. Short notice, but would you be free to hang out? Like, on the phone? No, I'm in town for a work thing. Sorry, I should have told you. Yeah, I actually have the day off. Come on over whenever. Cool. I'm actually out front. It's the huge creepy building, right? Oh my gosh, yeah. Just give me a second. Eeps and I spent the whole day together, hand in hand. For dinner we eat po'boys and fried pickles and walk along the downtown streets. I lean my head against her shoulder. A sweet scent mingles with the crisp night air and fragrant eyes. Fragrant eateries. My face feels warm and pliable in a way that I had forgotten. So I turn to her and say, I want to leave this town so much, Eeps. I'm afraid of who I'm becoming here. But no matter where I go, I'll still be myself. So why bother? Eeps turns to me with an electric energy. Street lamps hum overhead as she catches my eye and says, who you are is incredible, Nora. And you deserve to be happy. Das ist mir echt zu hoch gerade, was hier passiert. As Eeps and I get ready for bed, I check my phone. At Gigi had blown up my DMs since we last talked. God, with Eeps here, I'd forgotten all about them. Nora, stop it. You have to talk to me. Nora, every day I've seen you wake up and face the day. Every day I wake up with you. You and me. We know how to keep going. Always, no matter what. Even when we're so cold and so still. And
Everything soft is buried and gone will remain. I thought you understood that. I thought you understood me. I turn off my phone and Eve spoons me. In my dreams, a tropical sun infects the air with a floral humid glow. I am a plump citrus fruit, high in a tree. Luciously, I bend the branch. A monkey climbs towards me. She has the face of a human woman. Haha. She pulls off my outer shell in a single piece, in a spiral. She doesn't separate my sections. She bites straight into me, and my juices flow, bright and red, and I feel the pain of being torn like it's my own. Was? I wake up to the sounds of a distant vacuum cleaner. Das ist echt creepy, was hier passiert. Eves? Eves, where are you? I didn't think it was the day for vacuuming. What was that? If you, yes you, are feeling uncomfortable, talk to the window. Nora will safely climb down and leave. Otherwise, use the door. Fühle ich mich uncomfortable? Eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, dann gehen wir mal zur Tür, oder? Das ist wahrscheinlich, wenn ich raus will. Also, wenn ich speichern will oder so, keinen Bock mehr habe, keine Ahnung. Eves, where are you? Why is there gravel leading down the hallway? Ja, das machen wir jetzt noch, komm. Na warte, ich will's noch checken. Oh, ich kann nicht mehr zurück. Ja, folgen wir einfach mit dem Gravel, oder? Creepy, Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wiederholt sich. Nein, tut's nicht. Oh mein Gott. What is that? Its skin, soft and delicate, like a baby. Its fingernails, bending like paper where they meet the floor. It turns its head to look at me. White, toothless jaw, swaying gently. Oh mein Gott. Weg hier! Weg hier! Oh, oh mein Gott! Was zur Hölle? Ich wusste gar nicht, dass ich ein Horrorspiel spiele. Okay. Nochmal. Da ist auch ein Staubsauger. Warum? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Steuerung hier ist ultra wack. Palisade! Heißt. Was? Da war doch Palisades Siegel, ich dachte, ich muss da lang. Oder wollte mich das warnen? Okay, das wollte mich vielleicht warnen. I don't know. Das ist auf jeden Fall richtig abgefuckt hier, was hier passiert. Lass mich raus. Ich gehe wieder nach oben. Nein, 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 nein. Hallo. Okay. Scheiß Steuerung, unlucky. Unlucky. Hä, hey, das ist immer random, wo das Ding herkommt, oder was? Das ist ja übelst wack. Wow. Toll. Cool, Mann. Nicht von oben, bitte, danke. Ja. Was soll ich machen? Ich muss da lang, wo die Palisade-Dinger sind, safe. Aber wenn das von da kommt, was soll ich machen? Nein, 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 nein. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Hallo? Dear Nora Eggers, are you unhappy? Have you ever felt that you were meant for greater things? Now is your chance, Julia. Haben wir schon gelesen. That's right, you have been specially selected for NO2 internship based in sunny Netherlands. Ja, dann nimm's an, komm.
This is the way out, Nora. Take it. Click the link below now. Anno. Ja. Ja, ich muss ja, oder? Aber keine Wahl. As Nova gets up from the ground, she feels something crumpled up in her hand. Received Desert NPC card. Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Unreadable. Das war so zu creepy, Mann. Was ist das denn gewesen? Warum gerade, als ich nicht bei Sinn bin? Was? Mann. Oh Mann. Ich ziehe einen Save Point, weil ich habe erstmal genug. Das war wieder zu viel. Ich glaube, wir haben hier alles gemacht. Vielleicht spreche ich nochmal mit den Bäumen im nächsten Part. Mal gucken, ob die noch irgendwas anderes sagen. Aber ansonsten dürfte das hier fast schon gewesen sein. Ja. Naja. Keine Ahnung, was das war. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. So viel kann ich sagen. Na gut. Dann würde ich trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das guckt zwar sowieso niemand, aber trotzdem, ich bedanke mich für die 1,5 Personen, die es trotzdem sehen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder dabei seid, bei Underland 2, wenn wir uns die anderen Teile angucken und ich nochmal vielleicht irgendwie ein bisschen recherchiere, was genau das jetzt war. Wir gehen auf jeden Fall Dust abgeben im nächsten Part, das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis dahin.